Hallöchen, mein Name ist Anita und ich bin seit 3 Jahren der Head Coach der Mühlen Cheer All-Star Dances. Ich freue mich, dass ihr heute mitmacht bei unserer Dance Challenge. Die Choreografie, die ihr gleich lernen werdet, ist eine ganz besondere. Die Mädels haben sich dieses Jahr zum ersten Mal selbst eine Choreografie ausgedacht und es ist genau die, die ihr jetzt lernen werdet. Es ist eine Cheer Dance Choreo. Bei diesen Choreografien haben wir normalerweise Pompoms in den Händen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr keine zu Hause habt. Ich übrigens auch nicht. Deswegen machen wir einfach Fäuste. Bitte wärmt euch vor dem Training ein bisschen auf. Bewegt euch einmal durch. Stretcht die Muskeln ein bisschen an. Als allererstes zeige ich euch diesen Part, den wir heute zusammen lernen. Den ersten Part auf Musik. Viel Spaß beim Zuschauen. Machen wir diesen ersten Teil Step by Step, langsam und von vorne. Wir starten. Breitbeine, die Arme sind im V, die Fäuste an eurem Nacken. Auf den ersten Schlag dreht ihr euch auf dem rechten Bein zur linken Schulter und zieht das linke Bein an. Steigt auf den linken Fuß, öffnet den rechten Fuß. Die Arme gehen rechts gebeugt, links angelegt. Links gebeugt, rechts angelehnt. Gleich noch einmal. Wir starten. One, two ist links, three ist rechts, four. Auf die five geht ihr zum linken Fuß, Knie nach außen in eine sitzende Position. Wir halten das five, six, seven. Auf die eight springen wir auf und nehmen die Hände in ein V, in ein Low V. Ihr guckt über die linke Schulter. Machen wir es noch einmal zusammen. 7, 8, auf. 1, 2, 3, 4, geht tief. 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt eine Drehung über deine rechte Schulter. Du öffnest die Arme. Auf, zu. Geh über den rechten Fuß. Rechts, links. Noch einmal. Von hier. Rechts, links. Mit dem rechten Fuß sprichst du auf und der linke Fuß ist hinter dir. Sehr gut. Noch einmal. 8. 1, 2, 3. Auf die 4 gehst du weiter. Arme gehen tief. Geh auf rechts, auf links und du machst einen sogenannten Clap. Hände vor dem Körper. Noch einmal. Wir brauchen ein bisschen Platz. Ich hoffe, ihr habt Platz. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Der linke Fuß ist aufgestellt. Jetzt geht ihr mit dem linken Fuß nach vorne. Der linke Arm geht hoch und der rechte Arm macht quasi ein halbes V. Wir wiederholen das Ganze mit der rechten Seite. Rechts vor, links halbes vor. Noch einmal. Hier ist die 6, links vor, rechts vor. Sehr gut. Jetzt wiederholen wir diesen Sprung mit dem Flip, aber auf die linke Seite und deine Arme kreuzen. Unten, egal ob rechts oder links. Von hier gehst du also auf den linken Fuß, dein rechter Fuß flippt. Super. Rechter Fuß überkreuzt, die Arme gehen nach oben, bleiben gekreuzt. Jetzt kommt dein linkes Bein gestreckt nach oben und die Arme gehen seitlich tief, hoch, Schritt. Jawohl, wiederhol nochmal. Hier ist die 6, 7, 8. Geh nach links. 1, kreuz mit rechts. 2, links kommt der Kick. 3, 4 ist aufstellen. Kommen deine Arme wieder in diese T-Position, Half-T-Position. Und du drehst dich über die rechte Schulter nach hinten. Von hier unten über die rechte Schulter nach hinten. Spring auf, schau zur rechten Seite und auch hier sind die Arme wieder in einem V. Wir wiederholen das nochmal. Du hast 7, 8, spring auf. 1, geh hoch. 2, kick. 3, 4, dreh dich. 5, 6.
Wir beenden mit einem Armkreis links, rechts und du schaust über die linke Schulter. Das ist die 7, 8. Noch einmal, du bist hier. 6, 7, 8. Geh nach unten zum linken Knie, 1, 2 und mach einen flachen Rücken. Komm wieder nach oben und nimm die Arme in den Seithalte. Dabei machst du ein kleines Chassé. Rechts, links, rechts. Noch einmal, du bist hier. Du gehst tief zur rechten Seite. Seit, ran, seit. Super. Jetzt drehen wir uns über die rechte Schulter. Die Arme gehen überkreuz nach oben und dein linker Fuß kommt raus. Du wechselst Mitte. Rechter Fuß kommt raus und der Oberkörper geht tief. Zusammen heißt das, du gehst links und rechts. Letzter Schritt ist rechts nach vorne, die Arme rollen an deinem Körper vorbei. Du schließt beide Beine, Hände sind in der Faust. Wir wiederholen den letzten Teil nochmal. 7, 8, Sprung. 1, up, 2, kick, 3, down, 4, turn, 5, look, 6, 7, 8, geht tief. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 4, 7, 8. Sehr gut. Alles von Anfang, langsam. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Down, 5, 6, 7, 8. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sprung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nach links, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, links, 5, and 6, 4, 7, 8. Super. Wir machen es einmal schneller, bevor wir es gemeinsam mit Musik probieren. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, bis dahin ging es gut. Wir machen es jetzt gemeinsam mit Musik. Auf geht's! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben. Lasst uns einen Like da und abonniert den Channel. Bei meinen Kolleginnen seht ihr gleich die nächsten Teile. Danke fürs Mitmachen.